einen wunderschönen guten Morgen aus dem Königreich Viktor Orban. Ja, ich bin heute mal in der Fußgängerzone. Ich traue mir mal was zu, heute zu Fuß zu laufen, und zwar ohne Krücke. Ich habe die Krücke zwar mit, aber ich benutze sie nicht. Ja, bei Treppen muss ich es machen, aber ansonsten geht das hier ganz gut. Ja, ich schaue mal, wie weit ich heute komme. Was ich hier auf jeden Fall mal sagen will, ich mache hier mal so einen kleinen Schwenk. Ja, hier gibt es keine Muselgrusel-Messermänner und hier laufen auch keine Macheten-Afrikaner rum, Leute. Das ist das Straßenbild. Ja, es ist noch früh am Morgen, noch wenig Leute, aber hier sind alles Ungarn. Ungarn den Ungarn. Ja? Das ist doch wunderschön. Ne? Das Straßenbild in Deutschland ist ja kaum noch zu ertragen. Liebe Leute, das Straßenbild in Deutschland ist nicht mehr zu ertragen. Auch schon selbst im Zug. Als ich durch Österreich gefahren bin, in dem Zug nach Budapest, war auch schon gruselig, Leute. Naja, reden wir mal über meinen Gesundheitszustand. Was soll ich sagen? Ja, die Erkältung, das ist ja sowas von brutal ätzend und ja, aggressiv, was ich mir da eingefangen habe. Ja, also Bacillus oder was auch immer das ist. Ich habe gestern Hustenattacken bekommen. Also abends geht es erst so richtig los, dass mir schlecht geworden ist. Und durch die Hustenattacken habe ich plötzlich Herzrasen bekommen und mir war schwindelig. Ey Leute, du kriegst ja dann auch doch ein bisschen Panik. Ich bin ja auch bloß, wenn ich auch ein bisschen verrückter und mutiger Mensch bin. Aber irgendwann denkst du auch, na, was machst du hier? Naja gut, ich habe es erstmal überstanden und der Husten hat sich nicht gelöst. Das ist so ein trockener Juckreiz, Kratzhusten. Ah, Leute. So, ich hoffe, dass das heute sich mal in so einen Schleimhusten umwandelt oder so, dass man merkt, naja, es löst sich auf. Jedenfalls, dieser Infekt raubt mir die ganze Kraft. Eigentlich müsste ich jetzt hier das Fasten genießen können, ja, das Fasten genießen können und voll gut drauf sein. Aber das ist nicht der Fall und das ist so, die Matrix sorgt dafür, dass du nicht in hohe Schwingung kommst. Ja, warum ist das so? Sie möchte nicht, dass du in hohe Schwingung kommst. Denn wenn du in hohe Schwingung kommst, ja, was ist denn dann? Dann fällst du mehr auf und dann bist du wahrscheinlich für die anderen Leute ein leuchtendes Vorbild, so wie in der Bibel steht, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, ja, wenn Licht in dir ist. Ich weiß nicht, wie hier meine Sache ausgeht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur zuarbeiten und beten und ich kann mich bloß wiederholen. Ich kann nur beten. Möge die geistige Welt, der Schöpfer von allem, was ist, Vater, Mutter, Gott, wie auch immer wir sie nennen mögen, mir die Gnade der Heilung gewähren. Und wahrscheinlich habe ich es auch nicht anders verdient. Ich habe mein Leben wirklich verschwendet, verplempert mit Hedonismus, Weinwürfelgesang könnte man sagen, mit Hurerei, Fresserei, Raucherei, Sauferei, Leute, oh mein Gott, und dann bin ich so achtlos. So achtlos mit meinem Leben umgegangen. Und sollte es der Fall sein, dass mir sozusagen neues Leben geschenkt wird und ich hier nochmal ein paar Runden auf der flachen Erde drehen darf, naja, dann wird es was ganz anderes sein. Ich habe jetzt schon wieder diese Herz. Oh. Mir jagt es jetzt den Puls hoch. Scheiße. Herzraserei. Oh, ich muss mich erstmal beruhigen. So, das hat eine Minute gedauert. Jetzt ist wieder alles normal. Komisch, dass ich hier solche Spitzen kriege. Was soll das? Naja, jetzt muss ich hier unter verschärften Bedingungen fasten, ja? Warum wird mir das nicht so einfach gemacht? Unter ganz verschärften Bedingungen. Ach, Leute. So, ich versuche mal hier heute zum Friseur zu gehen und
eine Hose zu kriegen. Meine Hose schlappert hier rum. Und vielleicht kriege ich auch ein schönes Hemd. Ich brauche mal ein Safari-Hemd. Und hier ist gleich hier so ein Factory-Outlet. Ja, mit Werben mit günstigen Preisen. Macht wohl im Neuen auf. Ich bin hier sehr früh dran. Und das war's auch schon. Liebe Grüße aus Ungarn, aus dem Reich von Viktor Orban. Und ich hoffe, mir geht es morgen deutlich besser. Ciao.